Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Im heutigen Video geht es endlich mal wieder um das Mach das Buch fertig. Es ist ja schon ewig her, dass wir zusammen ein Video in diesem Buch gemacht haben. Ich denke, es ist sogar schon ein Monat her. Umso mehr freue ich mich, dass es heute endlich weitergeht, denn wir haben heute eine ganz schöne Aufgabe. Und wir blättern jetzt einfach mal wieder durch, was bisher in diesem Buch alles passiert ist. Wir haben hier einmal die wunderschöne Schmetterlingsseite, dann die zieh die Seite in den Schmutz, verbrenne das Buch, wirf das Buch vom Turm runter, zeichne, was du gerade denkst. Das war jetzt mein Mann, an den habe ich gerade gedacht in dem Moment. Und die heutige Seite heißt, schreibe die Seite voller Kommentare. Die Namen aber. Das heißt, auf dieser Seite geht es um euch. Ich habe mir auch schon eine Liste gemacht mit den Namen, die auf diese Videos immer kommentiert haben. Und eure Namen werde ich jetzt hier draufschreiben. Aber ich werde sie ein bisschen besonders schreiben mit dem, was mir einfach aufgefallen ist durch euren YouTube-Namen. Also ich möchte die Namen ein bisschen in Szene setzen. Mal gucken, ob mir das auch Dafür schön werde ich gelingt. die neuen Kalligrafie-Marker verwenden, die ich von der lieben Moni geschenkt bekommen habe. Meinen Handlettering-Stift von Tombow Fudonosuke. Den liebe ich ja total zum Namensschreiben und überhaupt für Schriftzüge. Und den ersten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die liebe Bettina. Die Bettina hat einen pinken YouTube-Namen, deswegen bekommt sie einen pinken Namen geschrieben. So mache ich das jetzt. Mal schauen, wie mir das gelingt. Ich habe die auch noch gar nicht ausprobiert. Ich probiere die jetzt quasi hier in diesem Journal aus. Mal gucken, wie dieser Stift so ist und wie ich mich da anstelle. Das ist ziemlich dünn. Ich glaube, ich nehme das dickere. Und das mache ich, glaube ich, lieber ein bisschen dicker. So, bisschen länger. Glaube, muss ich mal gucken, ob die Farbe besser wäre. Nee, die ist noch dunkler. So, als nächstes habe ich die Only Miss Luca. Da habe ich mir gedacht, weil sie mag ja Katzen und sie hat ja auch Katzen, dass ich ihr so kleine Katzenöhrchen hier mit dran zeichne. Vielleicht auch so einen kleinen Schwanz dann hier noch. Hier so Ohren, hier so ein Schwanz. Ich denke, das passt ganz gut. Dann haben wir die Only Miss Luca, die liebe Jasmin sozusagen. Wen haben wir dann noch? Die Karin. Die Karin. Für die liebe Karin werde ich eine Blume malen. Ich weiß leider nicht viel von ihr, aber ja, mir fällt jetzt gerade einfach nur eine Blume bei ihr ein. So, da haben wir die liebe Karin, die ist in einer Blume drin. Dann haben wir Sabine. Sabine bekommt jetzt einfach ein besonderes S. Das mache ich auch in Pink.
Stifte sind auf jeden Fall mega schön, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Kalligraphie-Schreiber. Eher Handlettering. Mein Stift gibt den Geist auf. Ich muss mir neue Stifte bestellen, so wie es aussieht. Ach, jetzt habe ich es auch noch falsch geschrieben. Sabine. Nicht Sabina. Wie komme ich auf Sabina? Das heißt. So, dann als nächstes habe ich hier die Ido. Bei der Ido mache ich einen Igel. So, da haben wir die Ido. Dann habe ich noch Sarah. Bei der Sarah mache ich auf jeden Fall einen Regenbogen. Sarah. Okay, Sarah haben wir auch. Dann kommt Elke. Ich werde ihren Namen einfach auch in so einem Goldton schreiben, wie in meinem YouTube-Journal und das Ganze ein bisschen schattieren, sodass es ein bisschen besser auffällt. So, dann haben wir die Elke. Ich habe noch die liebe Nicole und die Nicole Little Moon. Ich weiß aber noch nicht, was ich bei Nicole mache. Bei Nicole Little Moon weiß ich, da mache ich auf jeden Fall einen Mond. Dafür habe ich mir einen Kreis gezeichnet und mache mir so kleine Schattierungen rein und die verblende ich dann mit meinem Finger und dadurch finde ich, sieht das wirklich aus wie so ein kleiner Mond. Und natürlich sind beide Nicoles lieb, nicht dass das hier falsch rüberkommt. So, dann haben wir hier die Nicole in ihrem kleinen Mond. ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, für dich, Nicole, mache ich eine Harry Potter Brille. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Tut mir leid. Weil Harry Potter ist halt einfach von uns beiden unser Ding. Deswegen kommt da jetzt eine Harry Potter Brille. Dafür mache ich mir dann mit dem Kreislineal zwei Kreise und mache mir in der Mitte noch ein Verbindungsstück. Dann zeichne ich mir eine Narbe und die Narbe wird dann das N von Nicole werden. So, da steht jetzt Nicole. Und das ist auch gleichzeitig sein Blitz. Ich hoffe, man erkennt das. So, dann haben wir das. Wen haben wir denn noch? Die Moni. Für die Moni mache ich natürlich eine Biene, ist klar. Ich habe mir da so ein schönes Bild von Pinterest rausgesucht und versuche jetzt diese zuckersüße Biene nachzuzeichnen. Ich fand die so niedlich. Und ja, dann male ich die einfach in den Gold- und Schwarztönen aus und auch dieses wunderschöne Glitzerblau. Und ich finde, die ist echt sehr, sehr süß geworden, diese Biene. Oh, hier steht dann Moni. Haben wir die Moni auch hier? Ich finde, die ist auch ganz süß geworden, die kleine Biene. Und ja, Victoria fehlt noch. Für die Victoria nehme ich auf jeden Fall eine wunderschöne Blau. Den Namen habe ich irgendwie viel zu weit hinten angefangen zu schreiben. Deswegen ist der auch so ein bisschen gequetscht zum Schluss. Ich habe dann versucht, das so mit der Gold noch ein bisschen deutlicher zu machen, sodass das ein bisschen mehr hervorgehoben wird. Aber ich muss sagen, mir gefällt es immer noch nicht, jetzt wo ich das Video schon fertig gedreht habe. Ich denke, ich werde das noch ausbessern und zeige euch das dann im nächsten Video. Gut, dann haben wir hier die Viktoria und als nächstes habe ich die Tina, die Kreativreiter Tina. Da mache ich auf jeden Fall einen Schmetterling. Das habe ich auch auf Pinterest gesehen. Da hat jemand diesen Buchstaben T eben so schön verschnörkelt geschrieben und einen Schmetterling dran gehängt. Das wollte ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich das so schön finde. Hat die Tina auch einen schönen Schmetterling bekommen. Dann habe ich hier als nächstes die liebe Miriam.
Für die Miriam mache ich jetzt einfach ein Herz. So, da haben wir die Miriam. Dann die Sonja. Da mache ich eine Sonne. Das passt irgendwie zu Sonja, finde ich. So, dann haben wir hier die Sonja. Dann habe ich noch Silvia. Da werde ich jetzt ein wunderschönes grünes S machen. So, das ist für die Silvia. Dann haben wir noch die Yipsi. Für die Yipsi mache ich auf jeden Fall einen wunderschönen Anker, weil sie immer in ihre Kommentare einen Anker macht. Dann mache ich einen Halbkreis und in der Mitte eine Spitze und links und rechts die Pfeilspitzen. Dann forme ich einen großen Kreis und zwei kleine und das verbinde ich und das wird dann zu einem Anker. Das ist eigentlich total einfach, sowas zu zeichnen. Und da habe ich dann wieder diese Metallic-Stifte verwendet. Ich habe den schwarzen zum Beispiel auch zum Schattieren verwendet. Ich finde, das ist total süß geworden und passt einfach perfekt zu Yipsi. So, mein Anker für Yipsi ist auch fertig. Dann habe ich noch die Eileen. Welche Farbe können wir denn jetzt noch nehmen? Blau haben wir eigentlich schon sehr viel. Vielleicht nochmal ein. Das habe ich auch schon ganz oft. Das Blau habe ich ganz oft. Das Dunkelblau vielleicht noch. So haben wir hier die Eileen, dann habe ich noch die Angelika, auch wieder ein A. Da nehme ich jetzt die Grün. Und bei der Angelika habe ich mir noch Bastelfee hingeschrieben. Das bedeutet, da male ich noch eine kleine Fee. Diese Fee habe ich auf Pinterest gefunden und habe sie mir erst mit einem Bleistift vorgezeichnet. Und bei dieser Zeichnung gab es auch kein Gesicht. Dann habe ich mir gedacht, ich male ihr ein Gesicht. Aber ich muss sagen, das war so schwer mit den dicken Stiften die Augen schön zu malen. Deswegen werdet ihr dann sehen, dass ich am Ende des Videos dieses Gesicht übermalen werde, sodass sie da auch kein Gesicht mehr hat. Das macht aber auch nichts. Also ich finde, man kann auch, wenn man was zeichnet, es auch wieder verändern und es sieht danach trotzdem wieder schön aus. Also ihr werdet sehen, es wird jetzt nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und dann noch Camilla und dann habe ich es. Was mache ich denn bei Camilla? Ein Buch. Die bekommt ein Buch. Genau. Dieses Buch werde ich jetzt mit meinem schwarzen Stift einfach malen. Ich dachte mir, ja, da brauche ich jetzt nicht mit Bleistift vorzeichnen. Ich wollte es eigentlich auch erstmal nur in Schwarz-Weiß lassen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass es nicht so wirklich zur Geltung kam, das Buch. Deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden, die Kalligrafiemarker zu verwenden, weil die Farben sind ja auch sehr schön. Vor allem dieses Dunkelblau finde ich mega schön. Das hat so viel Glitzer drin und das erinnert einfach an Zauberei und das hat jetzt irgendwie zu diesem Buch gepasst. Aber ihr werdet das jetzt auch gleich sehen, dass ich das dann damit ausmal und den Namen habe ich dann in dem goldenen Farbton eben geschrieben, was leider ein bisschen zu dick rauskam. Also da hätte ich einfach meinen goldenen G-Liner nehmen sollen, aber da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Aber ja, ich habe es dann nochmal mit Schwarz übermalt und dann erkennt man den Namen doch. So, das ist dann meine Seite. Ich habe der Bastelfee dann doch ihr Gesicht wieder genommen, weil es mir einfach nicht gefallen hat mit Gesicht. Ich hoffe, euch hat meine Seite gefallen. Ich habe jetzt im Ganzen eine Stunde dafür gebraucht, um die Namen so, wie sie jetzt hier drauf sind, drauf zu machen. Mit Besonderheiten, die mir einfach aufgefallen sind, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Es gibt natürlich auch Namen, wo ich jetzt nichts wusste oder mir nicht oder nicht irgendwas in die Kommentare immer mit reingemacht wurde als Symbol, wo ich nicht sagen kann, was dazu passt. Aber ich
wollte einfach für jeden etwas Schönes machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir auch gern diese Zeit genommen, um eure Namen schön in Szene zu setzen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen zu zeichnen. Auf jeden Fall werde ich dieses Mal die Aufgabe nicht bewerten, denn auf der nächsten Seite sind gleich zwei Aufgaben. Das heißt, beim nächsten Macht das Buch fertig, erwarten euch gleich zwei Aufgaben, die ich mit euch zusammen lösen werde. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, wie es zum Beispiel hier weitergeht. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.